Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Retro-Freunde, hier bei eurem Retro-Juli und zu einem neuen, beziehungsweise zum letzten Part von Luigi's Mansion 3. Ja, ich habe privat, wie ich es euch gesagt habe, schon alle, noch nicht alle, Juwelen geholt. Einen habe ich noch ausgelassen, damit wir zusammen den letzten holen können. Den Rest habe ich alles schon geholt. Die Buhs habe ich schon komplettiert. Jetzt fehlt nur noch hier ein einziger Juwel. Und zwar, der ist, ihr seht ja schon hier, hier fehlt ja ein Buch. Da ist eine Lücke. Die ist nicht umsonst da. Denn wir müssen das passende Buch finden, was da ins Regal gehört. Das befindet sich hier hinten. Irgendwo. Da oben ist es, aber da ist es doch. Dieses Buch muss da rein, wenn Luigi denn mal ausgeht, genau. Das muss nämlich da reingesetzt werden und dann bekommen wir den letzten Juwel des Spiels. Bevor wir uns dann zum Endkampf gegen König Buu aufmachen. So, setzen wir das mal hier ein. Und da ist er. Alle Juwelen gesammelt, da seht ihr's. So, jetzt geht es nur noch König Buu zu besiegen. Auch vorher würde ich mal schnell bei Git gehen. Und ich frage mich, was bekomme ich denn jetzt für die ganzen Juwelen? Ich gehe mal zur Galerie, vielleicht da ist da irgendwas. Das könnte vielleicht Spezial-Items. Ach, der war alle komplett. So. Die Buhs haben wir auch. Also die seltenen Bossgeister. Die Buhus. Außer Buhlossus, den kann ich ja leider nicht kriegen. Ich habe Spezial-Item. Ah, hier. Ah, einen neuen. Ja, das habe ich schon verwendet hier. Eine Taschenlampe Typ B, die habe ich schon. Jetzt nehmen wir noch den Saugschuss Typ K. Das haben wir also bekommen. Für die ganzen Juwelen. Okay. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet, aber naja. Gut, dann gehen wir jetzt mal auf zum Kampf gegen König Buu. Wo Mario schon auf uns wartet. Denn wir müssen ja noch Peach befreien. Bin ich ja mal gespannt, wie hart dieser Kampf jetzt wird. Ich empfange Signale einer ungewöhnlichen Präsenz hinter dieser Tür. Luigi, bist du bereit, da hineinzugehen? Ja, wir haben ja schon alles erledigt. Gut, mehr Ratschläge habe ich nicht. Ich wünsche dir alles Gute, Luigi. Sei vorsichtig und... Huch! Wow, nein, nein! Oh, was ist denn jetzt? War das jetzt König Buu oder... Und noch mehr Geheimnisse gibt es jetzt ja nicht, oder? Oh! Mensch, ich komm ja schon! Schreckst du mich denn so? Hier gibt es auch noch... Ich dass es hier noch irgendwas gibt? Ah, da! Jetzt hätte er den... Mario, ich komm ja schon! Oh, da war er doch! Erstmal nehme ich meine Poster hier ab. Mario, chill, ich komm schon.
Peach wird uns, glaube ich, nicht weglaufen. Und das kriegt Luigi oder nicht hin, da runter zu jumpen. Oh, der Abgrund führt zwar da ins Nichts, so wie es aussieht. Ah ja. Mit unserem Buu-Gesicht. So. Wahrscheinlich. Mario, wie oft wird mich auch erschrecken? Macht das hier irgendwas? Da kommt Money aus. Bisschen Geldregen. Ja, wo ist er denn nur, der König? Oh, jetzt. Oh, da oben auf dem Dach kämpfen wir jetzt. Ich komm schon. Hab ich doch mal ein bisschen umgucken. Okay, so. Jo. Ja, Mario, das kriege ich nicht hin. Zing sich hoch, ich kann das aber nicht. Aber dafür, ich muss hier lang. Schade, ich dachte, man kann da rein irgendwie. Aber nicht, dass es hier noch ein Geheimnis gibt. Okay, also sind wir schon mal wahrscheinlich richtig. So. Hilft mir Mario den Wenzen beim Endkampf? So, da ist Peach. Bist du noch frei, aber glaub nicht lange. Ja, war ja klar. Wie dreist von dir, dich mir entgegenzustellen, Luigi. Du hättest lieber flüchten sollen, solange du noch die Chance hattest. Aber du bist lieber geblieben und hast dich bis hier oben durchgekämpft, um mich herauszufordern, was du Narr. Na schön. Mit Hilfe von Igits ärgerlichen Erfindungen hast du dir den Weg durchs Hotel gebahnt und überall Geister aufgesaugt. Nur weil du all die Geister aufgesaugt hast, kannst du es noch lange nicht mit mir aufnehmen. Und diese Sarah Schreck. Sie hat deine Leute einfach entkommen lassen. Es nervt, wenn ihr mit entwischt, der in ein Bild gebannt war. Sarah Schreck, diese Geister, nutzlos, allesamt. Ich werde alles selbst in das Reine bringen müssen. Das Maß ist voll. Die Zeit der Gnade ist vorbei, Luigi. Keine Tricks und keine ausgeklügelten Strategien mehr. König Buu greift jetzt knaller durch. Ihr werdet allesamt in einem Gemälde landen und ein schönes Gruppenbild, das ist euer Schicksal. Ach du Scheiße. Das Verband doch geht und... Buhuhu, ihr habt es nicht anders verdient. Das hätten wir gleich. Na los, gesell dich sofort zu den anderen. Mein Gemälde muss vollständig sein. Entschuldige, dass du so lange warten musstest. Bist du bereit? Ja? Nein? Es ist mir ohnehin scheißegal. Pinchel jagt dir die Fledermäuse? Okay. Oh, er hat ihn gerettet! Hm? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment. Es sollten noch 7 sein. Wer fehlt?
Luigi, was machst du denn da drüben? Es reicht, du gehst mir so dermaßen auf den Geist. Du willst also kämpfen? Na schön, dann los, Luigi. Das ist dein Ende, endgültig. Hier kommt König Boho. So, sag mal gucken, was man hier, wie sein Angriffsschema ist. Okay, man muss also... Na gut. Mal muss ich ihn auch so... muss er mal... Ah, jetzt springen, gut, gut. Sorry, jetzt zu spät. Ich dachte, ich muss da bitte irgendwas machen. Hinsaugen kann ich die auch nicht. Fassi jetzt, was muss ich mit denen machen? Ah, ich verstehe schon. Ja, wenn ich mal treffen würde. Was? Ey, komm! Macht er wohl mit seiner Kackzunge? Also ich muss wahrscheinlich die Bomben auf den schleudern, ne? Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Jetzt kommt wohl die Bombe. Mann, ich treffe auch nicht, ey. Ich habe auch nicht ewig Zeit, seine Kackbomben da zu schmeißen. Ich treffe den nicht. Jetzt schaut das ist gleich um. Jetzt so. Warum treffe ich den denn nicht, ey? Macht er Feuer, oder? Das ist ja einfach auszuweichen. Oh, ich treffe den halt mit den Kackbomben nicht, ey. Aber ich habe noch nicht ewig Zeit zum Ziehen. Das ist ja die Sache. Warum treffe ich den denn nicht, sag mal? Ich bin zu blöd anscheinend. Ey, bei jedem fucking Bosskampf war ich bisher gut, Junge. Und jetzt stelle ich mir das an, weil ich den mit dem Kackbomben nicht treffe. Ich hab ihn doch erwischt! Ach komm schon, ganz ehrlich. Ey, das kann nur Stunden einen hier. Bam, ich ziele doch! Trifft? Nö. Ich werde eh sterben, Junge. Keine Ahnung, was ich hier falsch mache. Keine Ahnung, was ich hier mache, ey. Und kommt da hier erstmal ein Herz, wenn der den Scheiß hier... Jetzt natürlich nicht mehr. Genau, nimm die falsche... Und das war's, ja. Verdient, absolut verdient, dass das hier Lamp verliere. Absolut verdient. Dummheit muss halt bestraft werden. Aber ohne Game, ohne Lamp zu verlieren, habe ich ja sowieso nicht geschafft.
Da Yoshi in Sarah Schreckgelenk verloren, von daher ist es so schwer zu heilen. Ohne Scheiß, warum treffe ich den nicht? Endlich! Und nicht gleich so. Achso, jetzt eine Zunge. Jetzt eine Zunge! Achso. Okay, verstehe schon. Ah, jetzt kommt eine zweite Phase. Ah, verdoppelt sich. So, man muss jetzt sehen. Ah, der. Mist, hat jetzt der Rieche 2 Zähne oder hat der Rieche 4 Zähne? Das habe ich mir nicht gemerkt, scheiße. Ja, raste aus, Junge. Oh, scheiße, welcher ist jetzt der richtige? Mit 2 Zähnen oder der mit 4? Das bedeutet, jetzt muss ich die Schleuderattacke zweimal ausweichen. Oh, Mann, ey, ich stell mich auch an, ey! Muss er jetzt mit mehr Zähne, ja. Und. Bams! Bams! Und. Oh. Da ist ein Herz drin. Hä? Du Scheiße, was macht denn jetzt? Genau, mach's noch größer, was ist das denn? Willst du es jetzt ein Hotel einsaugen oder was? Ach du Scheiße, ey. Was greift er mit den Bäumen hier an oder was? Nur ein Feld. Oh, das war knapp. Hier. Also der mit ihm. Mehr rein Zähnen. Da kann ich die auch gerne fangen. Muss ich irgendwas fangen? Ein Boxhandschuh oder so? Ey, die rollen ja auf mich zu. Alter! Stimmt, der die Druckwelle macht.
Komm! Wo ist der Richter? Ja, wo? Ja, der mit mehr. Ja, 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 komm, komm. Schnapp dich! Ja, komm! Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3! Ja! Ja, wir haben ihn! Oh! Was ist jetzt wirklich? So. Ah, ob das jetzt wirklich war, bin mir noch nicht so sicher. Ah, schrumpft auf jeden Fall wieder. Oh oh, ja. Jetzt stürzt total ein. Ach du Scheiße, jetzt muss ich noch flüchten oder was? Nein! Jetzt stört sich runter. Hä? Ach, wie immer! Pinchy rettet mich, oder? Dann Luigi, ja, den ist er eh, ja. So, jetzt befreie sie, oder? Alle wieder zusammen. Was ist jetzt mit diesem Kristall? Hä? Oh oh, oh oh. Ach, er will so aufbauen. Der Große da mit dem... Ja, genau. Ach, jetzt wollen sie so Table aufbauen. Und das war's. Ach, jetzt haben wir noch ein paar Bilder hier, wie sie zur Table aufbauen oder was? A la Super Mario Maker jetzt. Ne, oder? Kommt schon ein paar mehr Bilder, wie sie Stock für Stock, ja. Hey, also haben sie sich jetzt zum Schluss mit den Geistern noch angefreundet. Sind sie nicht mehr böse. Sind alle wieder gut und Luigi hat die Welt gerettet. Gut. Das war's also mit Luigi's Mansion 3. Muss sagen, das Spiel hat mich wirklich echt viel Spaß gemacht, hat mir super gut gefallen. Waren viele, viele klasse Elemente dabei. Coole Slapstick-Einlagen mit den Geistern und so. Viele Comedy-Elemente oder auch Rätseldinger. Die Juwelen waren ziemlich gut versteckt an manchen Stellen. Oder man echt öfters mal gucken kann. Das einzig vielleicht nervige, was ein bisschen nervig war, das war die Buhu-Jagd, die sämtlichen Buhus zu finden.
das war an manchen Stellen ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vor allem, wenn du immer falsch gemacht hast, wenn du dich an die Vibrationen richten musst. War jetzt nicht immer so gut, aber immerhin war das so auch eine kleine Herausforderung, immer den richtigen Buu zu finden an der richtigen Stelle. Aber alles in allem war es wirklich ein klasse Spiel. War ja erst der zweite Luigi's Mansion Teil, den ich gespielt habe, nach Luigi's Mansion 2. Den habe ich ja privat schon durchgespielt, jetzt mit Luigi's Mansion 3. Ich kann mich nicht beschweren, war wirklich ein super Spiel. Also kann ich euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr ein Spiel wollt, wofür ihr sammeln müsst. Wofür ihr entdecken wollt, viele verschiedene Ebenen sehen wollt, Elemente oder sonst was, dann ist dieses Spiel auf jeden Fall was für euch. Also auch für Kinder kann ich sagen, die spielen das mit mein Sohn, der hat das auch ziemlich gerne gespielt. Da kann ich auch nichts sagen, also auf jeden Fall ein klare Spielempfehlung hier. So, jetzt sehen wir ja nebenbei noch, wie sie das Hotel wieder aufbauen, damit die Geister auch wieder ein neues Zuhause bekommen. Da, es wird doch langsam wieder. Es wird doch langsam wieder. Vielleicht nicht so hoch, wie es vorher war, aber immerhin etwas friedlicher auf jeden Fall. Gut. Während die Credits hier noch laufen, gibt es für mich nichts weiter als Danke zu sagen, dass ihr dieses Let's Play verfolgt habt. Ist auch ziemlich gut angekommen. Natürlich kommt es am Anfang immer mehr gut an als am Ende hin. Am Anfang läuft ein Let's Play immer besser als am Ende. Das ist nun leider immer so. Aber alles im Allem ist es doch relativ gut angekommen, hat gut Aufrufe und Likes gemacht. Dafür danke an euch, die es geschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst hier natürlich auch wieder ein Like da oder ein Abo. Sehe ich auch immer wieder gern. Wenn ihr natürlich das nächste Let's Play Projekt nicht verpassen wollt, wo ich diesmal überhaupt noch keine Ahnung habe, was ich machen könnte. Vielleicht habt ihr ja auch einen Vorschlag. Da es ja ein Mittwochsprojekt ist, müsste es ja irgendein Spiel sein, das etwas neuer ist. Also kein Retro-Spiel. Retro-Day ist ja immer montags. Also irgendein neues Spiel vielleicht. Vielleicht überlege ich mich auch selber irgendeins. Das muss ich schauen. Vielleicht fällt mir ein cooles Spiel ein. Ich habe ja schon eins in Aussicht. Aber da muss ich schauen, wie ich das machen könnte. Ich hätte ja eins, es kommt auch erst raus im Juni, glaube ich. Im Juni? Ich glaube Juni oder Juli oder Juni kommt es raus. Da hätte ich echt Bock drauf auf dieses Spiel. Aber da will ich noch nicht zu viel verraten. Vielleicht habt ihr ja auch gute Vorschläge und was ich machen könnte, und dann werden wir mal sehen. Guti! Aber diesmal ist eh schon am Ende, jetzt brauche ich mich nicht mehr austinken. Kommt jetzt noch eine Endsequenz, oder? Es ist jetzt Ende. Nee, es kommt eine Endsequenz. Glückwunsch! Rang C, nur. Also, Rang S ist wahrscheinlich das Beste, so wie man das meistens kennt, aber. Oh, es kommt doch noch was. Oh, Kit und Luigi, bleiben wir da. Den neuen Hotelbesitzer. Ja, jetzt haben sie immerhin was, wo sie Urlaub machen können. Ohne böse Geister. Der Pinchy ist schon niedlich, ne? Und der Sonne entgegen fahren sie wieder ins Todkönigreich. Ende. Gut. An dieser Stelle machen wir natürlich jetzt wirklich Schluss. Mich würde nur noch interessieren, wenn jetzt Rang S oder Rang A hast, kriegst du da irgendwas Besonderes? Wenn jetzt einen höheren Rang hast, kriegt man da vielleicht noch irgendwas? Das weiß ich natürlich nicht. Das würde mich mal noch interessieren.
Aber naja, ich könnte mal mich mal schlau machen, vielleicht finde ich irgendwas, ob man da irgendwas Bestimmtes kriegt. Gut, dann wie gesagt, schaut beim nächsten Let's Play Projekt vorbei, was auch immer es ist, und dann würde ich mich freuen, es wieder gemeinsam mit euch erleben zu dürfen. An dieser Stelle mit dem Teilescreen sage ich jetzt nur noch Retro Julie out.